Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr wisst, ist alles eine Frage der richtigen Perspektive. Und ihr hattet gefragt, wie man Perspektive zeichnet. Dazu gebe ich euch jetzt mal ein paar kleine Tipps und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also bleibt dran. Heute geht's um Perspektive. Ja, da das Thema Perspektive ein bisschen umfangreicher ist, werde ich das Video aufteilen und heute fangen wir an mit einer relativ einfachen Perspektive und das ist die Einpunktperspektive. So, wie machen wir das? Dazu ziehen wir erstmal einen Horizont. So, das ist dann ungefähr unsere Augenhöhe. Und je nachdem, wo wir jetzt unser Objekt draufsetzen, ja, schauen wir entweder drauf oder drunter oder die von der Seite drauf. Also das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Als erstes mache ich hier einfach mal einen ganz einfachen Würfel, auch hier mit Lineal, damit es ein bisschen besser zu verstehen ist. So, jetzt ziehe ich hier nochmal die Linie und unten. Und ihr seht, dass die Oberkante des Würfels und die Unterkante parallel mit dem Horizont sind. Das ist wichtig, dann sieht das Ganze anständig und ordentlich aus. Jetzt suche ich mir einen Punkt auf unserem Horizont. Und ich mache das hier mal so, dass ich das ungefähr von der Mitte des Würfels ausgehen lasse. Und da hinten mache ich mir jetzt einfach mal so eine kleine Markierung und ziehe jetzt ganz simpel von der Ecke oben rechts und der Ecke oben links einfach eine Linie nach hinten weg. So, die treffen dann genau auf den Punkt. So, das ist der Fluchtpunkt und da laufen alle Linien jetzt zusammen und in unserem Fall sind es erstmal nur zwei, damit es nicht so kompliziert wird. So, jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie tief soll unser Würfel nach hinten weggehen und da ziehe ich einfach nochmal eine parallele Linie und jetzt seht ihr schon, dass unser Würfel dreidimensional wirkt, weil er eben nach hinten wegläuft. Wenn man das jetzt machen würde, ich glaube im Matheunterricht wird sowas auch ganz gerne mal thematisiert, wenn ich jetzt hier die Linien von unten rechts nehme und auch nach hinten wegführe, so, das gleiche mache ich dann nochmal von links, so, eine Linie, dann kann ich den unseren Würfel nochmal ein bisschen räumlicher darstellen. Also ich glaube im Mathe macht man das mit so gestrichelten Linien, Sachen, die man eben dann nicht sieht. So, das heißt, ich werde jetzt hier mal gucken, da ungefähr laufen die Linien von oben und unten zusammen. Und, ich baue jetzt hier einfach mal einen Strich ein, so, und lasse die Linien von oben auf diesen Strich treffen. Und ihr seht, dass die Linien sich immer auf diesen Linien treffen, die nach hinten weglaufen zu unserem Fluchtpunkt. Ich mache das jetzt mal mit Fineliner. Ich glaube, das ist dann einfacher. Wie ich schon sagte, es ist ein bisschen knifflig und ich hoffe, ihr könnt mir hier echt folgen, was ich euch erkläre. Also das sollte jetzt nicht weiter kompliziert sein. Jetzt seht ihr hier, dass eben unser Würfel dreidimensional wird. So. Und jetzt ziehe ich die Linien, die man eigentlich nicht sehen würde, hier einfach mal mit einer gestrichelten Linie nach. So. Das wäre dann halt die komplette Form des Würfels. Und wenn ihr zum Beispiel ein Aquarium macht, dann scheinen natürlich diese gestrichelten Linien auch durch. So, also das wäre die Form des Würfels dreidimensional und ich denke, das kann man ganz gut erkennen. So, was kann man damit jetzt anstellen? Ja, jetzt könnte man hier zum Beispiel, da mache ich jetzt mal eine Kiste draus und setze da gleich etwas rein. So, das mache ich mal ein bisschen schneller und das auch ohne Lineal, also aber auch hier laufen die Linien nach hinten weg. Ihr seht, dass ich hier keinen Punkt zwingend brauche, sondern dass ich einfach ungefähr weiß, wo geht die Reise hin. Und hier drin male ich jetzt mal irgendeinen Hasen. So, mal ganz einfach. Und dann habt ihr das gleich so ein bisschen in 3D-Optik. So, jetzt muss ich nur noch mal den Hasen nachziehen mit dem Fineliner und dann ist es schon gleich fertig. Also das wäre zum Beispiel die Kiste. Ich glaube, ich hatte das schon mal angesprochen beim Thema Geschenke zeichnen. Da hatten wir das ja auch, dass wir so eine leichte Perspektive drin hatten. So, hier wird jetzt mal der Hase gemacht. Ohren natürlich. Und dieser sitzt halt in der Kiste, hält sich hier vorne fest. Das sind die beiden Vorderpfoten. Und dann muss man eben schauen, was sieht man von der Kiste und was nicht. So, ziehe ich hier oben mal die Linie wieder parallel mit der unteren. So.
Und die Linien laufen jetzt nach hinten weg und dadurch haben wir ein bisschen Tiefe. Sieht man jetzt hier nicht ganz so doll, weil der Hase ein bisschen viel verdeckt, aber ihr seht, dass das Tierchen aus einer Kiste rausguckt. Und damit haben wir ein bisschen Perspektive in unser Bild gezeichnet. So, das ist natürlich bei Gebäuden noch viel wichtiger. Und deswegen werde ich euch jetzt hier mal ein ganz einfaches Haus zeichnen und euch mal erklären oder versuchen zu erklären, wie das mit der Perspektive funktioniert. So, auch hier mache ich wieder einen Horizont und zeichne jetzt hier einfach mal die Vorderfront des Hauses. So. Jetzt suche ich mir einen Punkt aus, der nicht unbedingt in der Mitte liegen muss, wie eben gerade bei der Kiste, sondern den setze ich einfach mal nach unten rechts und da laufen auch alle Linien zusammen. Also das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Die Linien laufen auf die auf den Punkt zu. So, und jetzt überlegt ihr, wie lang soll euer Haus werden. Ich mache das jetzt mal einfach hier ungefähr in der Mitte. So, und dann heißt es, seht ihr schon, dass wir so ein Quadrat, ein Rechteck haben und das Ding braucht noch ein Dach. Und auch das Dach läuft mit den Linien auf den Fluchtpunkt zu, das ist ganz wichtig. So, jetzt gucke ich mal, wie hoch ich ungefähr das Dach haben will. So. Und dann gucke ich mal, wo ungefähr die Mitte ist, damit das Dach nicht ganz so schief wirkt. Und jetzt verbinde ich die Linien einfach miteinander. So. Und dann mache ich das gleiche hinten auch, dass ich eben die das Fundament quasi mit dem Fluchtpunkt, mit der Linie da oben verbinde. Und dann habe ich ein Haus, was nach hinten wegläuft. Also rein optisch natürlich. Beine habe ich hier noch nicht dran gezeichnet. Und vorne die Tür bleibt unverzerrt, weil wir halt direkt drauf gucken. Auch die Fenster hier vorne bleiben so, wie sie sind. Ich mache das wirklich mal ganz einfach. An der Seite die Fenster, die laufen natürlich auch wieder nach hinten weg und das geht hier auch wieder mit dem Fluchtpunkt, indem ich einfach von dem Punkt aus mal jetzt hier ganz simpel wieder zwei Linien ziehe so, und dann eben hier die Fenster mal andeute. So. Ihr seht, dass die Fenster nach hinten hin kleiner werden und dadurch haben wir das Gefühl von Tiefe. Und das wirkt dann ein bisschen mit Perspektive und das macht das Bild dann noch interessanter, wenn man eben nicht nur flache Objekte hat, sondern Objekte hat, die ein bisschen in den Raum reinragen. Und hier seht ihr auch bei den Dachziegeln, die ich jetzt mal andeute, dass sie auch schräg laufen. Das mache ich jetzt ohne Lineal. Das kriegt man dann irgendwann raus. Da hat man so ein Gespür für, wie die Perspektive halbwegs gut aussieht. Ist ein bisschen Übungssache, aber das hat man ja häufiger mal. So, ich würde euch ganz gerne jetzt nochmal ein anderes Haus zeigen. Das setze ich nämlich jetzt ganz genau auf den Fluchtpunkt, auf den Horizont, entschuldigt. Und ziehe jetzt die Linien zum Fluchtpunkt. Das mache ich jetzt hier nur mit einer Linie oben, weil unten sitzen wir ja schon direkt auf dem Horizont. Da brauchen wir das nicht machen. Und jetzt werde ich nochmal nach oben gehen hier und das Dach einzeichnen, eben wie bei dem Haus gerade oben drüber. Das ist das gleiche System mit dem Fluchtpunkt, ist dann halt so, dann verschiebt sich so ein bisschen der Winkel und dann wirkt halt euer Haus ein klein wenig anders. So. Jetzt deute ich das hier wieder mal an und ihr seht schon, dass das Haus ein bisschen größer wirkt, weil es eben weiter oben sitzt. So, jetzt werde ich hier nochmal ein Haus kurz hinzeichnen. So. Und wenn man das halt häufig macht, dann geht das auch relativ simpel, ohne viele Linien und viele Punkte. Aber jetzt mache ich das hier so, dass wir der Horizont ist halt weiter oben, wie ihr seht, wie eben bei der Kiste. Und da laufen die Linien auch wieder zu den Ecken. So. Und ihr seht dann sicherlich gleich, dass das Haus nochmal ganz anders ausschaut. So. Hier verbinde ich das. Und jetzt überlege ich mir, wie weit soll das Haus nach hinten weggehen. Und dann zeichne ich es entsprechend rein. Muss auch überlegen, wo soll mein Dach anfangen. Und das mache ich jetzt mal hier. Da ein Punkt. Okay. Dann verbinde ich diese Linie miteinander. So. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich mit dem Haus nach hinten gehe. Das mache ich jetzt hier mal so. So, dann gehe ich hier unten wieder gerade runter.
Und dann seht ihr schon bei diesem Haus, man guckt so ein bisschen leicht von oben drauf, während man direkt oben drüber bei dem Haus ja fast davor steht. Also es gibt da unterschiedliche Varianten, je nachdem, wo ihr euren Fluchtpunkt ansetzt und euer Objekt platziert, dann ja, habt ihr entsprechende Draufsichten oder so, aus der Froschperspektive. Also das könnt ihr ruhig auch ja, mal im Extremen probieren. Es ist ein bisschen knifflig und ich hoffe wirklich sehr, dass ich es euch vernünftig erklären konnte. Hier ist so eine Übungssache und da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen ausprobieren und dann ja mal gucken, ob ihr das so hinkriegt. Ja, falls ihr auch was nicht verstanden habt, seid nicht böse mit mir. Schreibt gerne was in die Kommentare, dann versuche ich euch da ein klein wenig zu helfen. Ja, Thema Perspektive will ich nochmal aufgreifen. Da gibt es ein paar verschiedene andere Perspektiven noch. Und das würde jetzt hier echt so weit führen, sonst explodiert euch der Kopf und das will ich ja nicht. Probiert euch einfach mal ein bisschen aus. Ja, wir sehen uns hoffentlich nächsten Samstag hier wieder. Und bis dahin sage ich Stift raus, Zettel raus, auf geht's, losgezeichnet. Ich freue mich auf euch, euer Tobi. Ciao. Ihr seid ja immer noch da. Ihr könnt von Vorzeiten gar nicht genug kriegen, oder? Wisst ihr, was ihr mich könnt? Ihr könnt mich abonnieren, ganz genau. Denn wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge und werdet so immer besser in Sachen Zeichnen. Also lasst ein Abo da, ich freue mich und ihr habt auch noch was davon. Und wenn ihr jetzt gleich loszeichnen wollt, gar kein Problem, klickt euch einfach durch eines meiner vielen Videos und dann könnt ihr gleich loslegen. Ihr könnt natürlich auch meine Homepage besuchen oder besucht mich auf Facebook oder Instagram, alles hier unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch und nicht vergessen, Abo da lassen. Da unten.